Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Boom Beach oder auch nicht, denn dieses Scheißspiel hat schon wieder mir gerade angeboten, vor der Aufnahme abzudaten. Ich hasse dieses Spiel dafür. Vorhin, heute früh, vor 4 Stunden, war noch nichts zu erkennen, noch überhaupt nichts. Und jetzt gehe ich in das Spiel rein, will aufnehmen, bin im Zeitstress wie immer und kann nicht aufnehmen, weil dieses Scheißspiel sich updaten muss. Mann, das kotzt mich an, ey. Und hier geht mir die ganze Zeit mein Netzwerk da oben. Was ist denn das nur? Ey, ich aktualisiere das jetzt. In der Aufnahme. Es ist mir jetzt scheißegal. Dann mache ich das so. Ich wusste jetzt eh nicht, was ich machen soll in dem Spiel. Hätte eh wieder irgendwas nur gemacht. Und deswegen ist es mir jetzt einfach mal egal. Ich hoffe mal, dass mein Speicherplatz ausreicht und ich nicht wieder in Clean Master gehen muss. Ey, ohne Witz, das ist wirklich so schlimm. Naja, ich wollte heute noch über ein kleines Thema reden. Ja, auch wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt über weniger Themen eigentlich reden in nächster Zeit, habe ich mir doch gedacht, okay, komm, eins können wir ja mal machen. Und das mache ich jetzt auch mal. Und zwar soll es um Semi gehen. Das habe ich nämlich endlich geschafft jetzt, schon seit 2 oder 3 Wochen. Und da bin ich eigentlich ziemlich froh drüber, weil das ist so eine Sache gewesen, die immer sehr viel Stress bedeutet hat, auf jeden Fall. Und ja, vor 2 Wochen dann, oder nee, vor 1,5 Wochen eigentlich, war dann der große letzte Tag davon, wo das Ganze sein Ende fand. Und zwar war das ja so eine Präsentation, also das ist wie so eine Art Prüfung schon mal, auch wenn die anderen Abi-Prüfungen erst viel später sind, diese Seminarfachverteidigung ist dann eben schon eher. Und ja, die habe ich dann endlich abgeschlossen und die Tage davor, die waren wirklich die Hölle. Das habe ich vielleicht noch gar nicht so in den Videos gesagt, aber das war wirklich schlimm. Da war ich an dem Tag davor, glaube ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich 11 Stunden oder so in der Schule, bis um 7 abends und das war einfach nur schlimm und ja, zwischendurch hatte ich da zwar mal eine Pause, war ich mal zu Hause, musste irgendwas holen, aber trotzdem war es natürlich eine sehr große Belastung und ja, ich bin da kaum klargekommen, also ich konnte da nichts mehr machen, nichts anderes außer Semi. Ich habe dann abends noch, wenn ich um 7 nach Hause gekommen bin, meine Stichpunkte fertig geschrieben, die hatte ich nämlich auch noch nicht. Ich hatte meinen Text kaum gelernt, weil ich wirklich keine Zeit hatte und weil ich ja auch noch Weihnachten irgendwie feiern wollte und dann nicht über die Weihnachtsferien schon so viel machen konnte und wollte. Und auch Zwischenfest hatte ich da nicht so wirklich Lust zu, da haben wir uns eh nochmal getroffen und das alles nochmal ausgearbeitet und der Text war eh noch nicht final und da habe ich dann einfach gedacht, nee, es lohnt sich noch nicht, jetzt den Text zu lernen, der ist einfach noch nicht fertig. Ja, und dann habe ich eben erst Neujahr oder so angefangen damit, weil ich wollte halt einfach meine Ruhe haben. Wir waren dann auch noch unterwegs zwischenfest, also ich war da nicht immer da. Und wie gesagt, dann eben auch waren wir uns treffen und haben nochmal alles besprochen und vor allem nochmal geübt, aber mit Text, ohne auswendig gelernt. Und dann habe ich eben erst dann noch in den paar Tagen davor meinen Text lernen müssen. Und das war einfach nur richtig stressig. Und ja, ich fand das hier ziemlich scheiße, dass das direkt zu Neujahr so passiert ist. Das war halt wirklich nicht so geil. Und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie war das wirklich eine richtig, richtig krasse Zeit. Und ich hoffe mal nicht, dass das in nächster Zeit nochmal so wird. Vor allem selbst die Lehrer haben gesagt, ja, so eine Prüfung wird dann selbst beim Studium nicht gemacht, wenn ihr irgendeine Präsentation machen wollt. Und das beruhigt mich schon mal, auf jeden Fall. Es war schon sehr, sehr hart. Und ich weiß nicht, ob ich da noch länger das hätte überlebt oder so. Also ohne Witz, ich habe da wirklich 3 Tage vorher erst den Text angefangen zu lernen und ich war dann einfach richtig am Arsch. Ich habe dann einfach an dem letzten Tag davor eine 1/2 Stunde Freizeit gehabt, weil dann musste ich auch noch eher ins Bett, damit ich konzentriert bin am nächsten Tag und keine Ahnung. Dann haben die noch in der WhatsApp-Gruppe Stress gemacht, dass sie noch ewig viel zu tun haben. Einen Tag vorher wollten sie noch vorbereiten und was weiß ich. Und haben noch richtig Stress geschoben und ich habe dann mich einfach ausgeschaltet und bin ins Bett gegangen. Ich war auch total überarbeitet und übermüdet und ich brauchte das dann einfach. Und ich muss nämlich auch am nächsten Tag 5:30 schon aufstehen, das war auch ein bisschen krass. Naja, und dann ist es halt so gewesen, dass wir dann endlich fertig waren. Und die anderen haben vor allem noch bis 1/2 nachts teilweise, haben sie mir gesagt, dann daran gearbeitet. Ey, das fand ich auch übertrieben. Also wirklich mal vor so einem... Vor so einer Sache, da schläft man doch mal ein bisschen länger, oder? Also, finde ich zumindest, dass man das machen sollte. Und, ja, die konnten aber irgendwie eh nicht schlafen. Bei mir ging das irgendwie. Ich habe das dann irgendwie weggesteckt und konnte doch noch einigermaßen gut schlafen. Die anderen haben gesagt, die konnten überhaupt nicht einschlafen. Naja, ich war zwar übelst aufgeregt auch, aber ich habe es mir irgendwie nicht so anmerken lassen. Beziehungsweise ich habe auch dann, ja, irgendwie so gesagt, ja komm,
ich muss jetzt auch mal was anderes, an was anderes denken, und dann konnte ich eben schlafen und so. Aber kurz vorher war es dann natürlich schon ziemlich krass, die Aufregung, und da gab es dann halt sozusagen kein Zurück mehr, und ne, ihr wisst ja, wenn man dann vielleicht vor so einer Situation steht, das ist schon sehr, sehr krass, und ja, ich habe es dann aber irgendwie hingekriegt, auch eigentlich relativ gut, also ich bin auf jeden Fall mit meiner Note dann zufrieden gewesen, die ich gekriegt habe. Ja, ich kann es ja mal sagen, also ich habe 13 Punkte gekriegt, die anderen waren etwas besser, die haben 14 Punkte, also ist beides eine 1, geht halt nach diesem Punktesystem, aber ich denke mal, die meisten kennen das vielleicht auch schon von irgendwelchen Geschwistern oder so. Falls ihr jetzt noch zu jung seid oder so, oder falls ihr das Abitur nicht gemacht habt oder was weiß ich, ja, keine Ahnung, das wird halt dann in Punkten gewertet, und ja, 13 ist schon ganz gut, auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall zufrieden, ich hatte irgendwie Angst, dass ich nur 8 oder so kriege, aber zum Glück wurde es dann doch noch ein bisschen mehr. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich das jetzt rum habe. Ich merke auf jeden Fall, dass seitdem das weg ist, ich wieder wesentlich mehr Freizeit habe und auch mich tatsächlich noch mehr auf die Fahrschule konzentrieren kann zum Beispiel und ein paar andere Dinge noch machen kann. Und da bin ich auf jeden Fall sehr froh. Und da fiel einem schon ein großer Stein vom Herzen. Vor allem auch danach, da hatte ich dann so einen Tag frei quasi, weil das gleich früh war, wo wir das gemacht haben. Und dann konnte ich schön den ganzen Tag chillen. Und am nächsten Tag hatte ich dann auch noch 4 Stunden Ausfall und habe hier Videos vom TextmarkLP aufgenommen, den Kanal. Und das war einfach nur geil. Also da hatte ich dann echt mal so eine Ruhephase erstmal und konnte wirklich mich mal entspannen von der ganzen harten Arbeit davor. Und ja, das wollte ich hier nur noch auch nochmal angesprochen haben. Ich weiß nicht, warum ich das erst jetzt mache. Aber irgendwie hat es vorher auch nicht die ganze Zeit wirklich gepasst. Also letzte Woche hatte ich dann ein anderes Thema in Boom Beach und die Woche davor, da war es ja noch nicht mal geschehen. Und deswegen fand ich es jetzt noch ganz passend. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit noch ein paar mehr Themen ansprechen, auch in Captive. Und ja, mehr dazu sehen wir dann morgen. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein und tschüss.